Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Kombination linearer realer Quellen. In dem Zusammenhang schauen wir uns nämlich heute einmal an, wie können wir reale Spannungsquellen verschalten in Serie, parallel und was passiert bei realen Stromquellen bei einer Parallelschaltung und einer Serienschaltung. Schauen wir uns zunächst einmal die Serienschaltung von realen Spannungsquellen an. Ideale Spannungsquellen sind ja da unkritisch, das heißt, die Spannungen addieren sich einfach. Wenn wir reale Quellen haben, reale lineare Quellen, dann müssen wir die Innenwiderstände dieser Quellen mit berücksichtigen. Wir zeichnen uns einfach einmal, wie in diesem Bild geschehen, die Ersatzschaltbilder der zwei Quellen als Beispiel jetzt einmal auf. Und dann sehen wir, dass tatsächlich die Spannungsquellen, die idealen Spannungsquellen in Serie geschaltet sind, die beiden Innenwiderstände ebenfalls in Serie geschaltet sind und so ergibt sich dann zwanglos, dass die Gesamtausgangsspannung die Summe aus den beiden einzelnen Spannungsquellen ist und der Innenwiderstand ebenfalls die Summe aus beiden Widerständen ist. Und entsprechend ergibt sich dann der Kurzschlussstrom aus der Gesamtspannung und dem Gesamtinnenwiderstand. Soweit, so gut ist die Sache geritzt und einfach. Interessanter wird es jetzt bei der Parallelschaltung von Spannungsquellen. Wir hatten ja eigentlich gelernt, das dürfen wir nicht machen. Ideale Spannungsquellen dürfen wir auch nicht zusammen verschalten, jedenfalls dann, wenn die Spannungen unterschiedliche Werte haben. Wenn Sie allerdings Innenwiderstände haben, wie die meisten realen Quellen, dann können wir zumindest darüber nachdenken, unter gewissen Umständen ist das durchaus möglich. Wir sehen jetzt hier praktisch die Verschaltung dieser beiden Quellen und wie wir in der letzten Folge gelernt haben, können wir ein beliebiges Netzwerk mit Widerständen und Quellen zusammenfassen zu einer Ersatzspannungsquelle. Das scheint also möglich zu sein. Und wie wir auch letztes Mal gelernt haben, bekommen wir die Parameter für diese Ersatzspannungsquelle dadurch raus, indem wir einmal Leerlauf-Kurzschlussbetrachtungen machen oder Innenwiderstände berechnen. In unserem Fall fangen wir einmal mit der Kurzschlussbetrachtung an, weil die Sache vergleichsweise einfach ist. Wenn wir die beiden äußeren Klemmen kurz schließen, dann sehen wir hier in diesem Bild, dass praktisch die dass beide Spannungsquellen sozusagen voneinander entkoppelt sind. Das heißt, wir können kurzerhand die Kurzschlussströme beider Quellen einfach aufaddieren. Das heißt, es gilt Kurzschlussstrom I von Quelle 1 plus Kurzschlussstrom von Quelle 2 ergibt den Gesamtkurzschlussstrom. Und die jeweiligen Kurzschlussströme, die können wir ja bequem ausrechnen aus der jeweiligen einzelnen Leerlaufspannung geteilt durch den entsprechenden Innenwiderstand. Soweit, so gut. Als nächstes schauen wir an, wie sieht denn der Gesamtinnenwiderstand aus? Und das machen wir in diesem Fall so, dass wir tatsächlich von außen einmal den Innenwiderstand messen. Zu diesem Zweck müssen wir Quellen deaktivieren. Wenn man Spannungsquellen deaktiviert, bedeutet das, dass wir sie kurz schließen. Denn deaktiviert heißt, Spannung ist gleich 0. Und wenn wir dann von außen hineingucken, dann sehen wir, dass der Innenwiderstand dieser Ersatzspannungsquelle aus der Parallelschaltung von R-Innenwiderstand 1 und RI2 besteht. Damit haben wir also zwei von unseren drei Parametern beisammen. Und können die Leerlaufspannung U0 mal Innenwiderstand mal Kurzschlussstrom angeben, sodass wir dann also tatsächlich die Parameter für unsere Spannungsquelle in echt haben. Ja, was bedeutet das Ganze jetzt? Dürfen wir das oder dürfen wir es nicht?
Das Problem bei der Sache ist nämlich, dass bei einer solchen Verschaltung ein Ausgleichsstrom fließt. Im Leerlauf auf jeden Fall, im Kurzschlussfall weniger. Und ich habe zunächst einmal hier die Formel angegeben. Wir schauen uns am nächsten Folie einmal an, wie diese Formel zustande kommt. Dazu nehmen wir mal ein Beispiel mit Zahlenwerten. Das macht die Sache vielleicht noch einfacher. Und wir zeichnen das Ganze jetzt ein klein wenig anders als eben, obwohl das Ganze jetzt hier immer noch exakt dieselbe Topologie ist, nämlich die Parallelschaltung der realen linearen Quellen U1 und U2. So, wenn wir jetzt die Quellen im Leerlauf betreiben, dann haben wir trotzdem eine Masche gegeben. In dieser Masche kann natürlich jetzt auch Strom fließen. Das heißt, diesen Strom können wir ausrechnen, indem wir zunächst einmal ausrechnen, wie groß die Spannung ist, die über diesen beiden Widerständen abfällt. Nennen wir sie einmal UC. Und in unserem Beispiel ist das dann praktisch die Differenz der beiden Spannungen U1 und U2. Die eine sind 10 Volt, die andere 8 Volt, ergibt also 2 Volt. Ja, diese Spannung liegt über der Serienschaltung der beiden Innenwiderstände an. Das heißt, in unserem Stromkreis fließt jetzt tatsächlich auch ein Strom, der sich ergibt aus der Spannungsdifferenz und der Serienschaltung dieser beiden Widerstände. Und jetzt kommt es eben ganz drauf an. In unserem Fall wäre das 1 Ampere. Und jetzt habe ich zu schnell geklickt. So. Und dieser Strom von 1 Ampere, der fließt auch im Leerlauf. Und der verursacht natürlich in den Innenwiderständen auch Verluste. Und jetzt kommt es halt darauf an, ob diese Verluste zu groß sind und die Schaltnetz und die Netzteile oder die Spannungsquellen und die Spannungsquellen zerstören könnte oder ob wir das tolerieren können und auf die Weise eben dann beide Spannungsquellen parallel verschalten. Kommen wir nun zu Stromquellen. Wir schauen uns zunächst einmal die Parallelschaltung von realen Stromquellen an. Wir erinnern uns, ideale Stromquellen dürfen wir problemlos parallel schalten. Bei realen Stromquellen sieht es ganz ähnlich aus. Wenn wir nämlich wie hier einmal das Ersatzschaltbild aufzeichnen, so stellen wir fest, dass wir die idealen internen Quellen I1 und I2 parallel verschaltet haben. Das heißt, wir können sie einfach addieren. Und wir haben die Widerstände R1 und R2 ebenfalls parallel geschaltet. Das heißt, wir können sehr bequem den neuen Innenwiderstand ausrechnen. Das heißt, unser neuer Innenwiderstand ist also R1 parallel zu R2. Und damit haben wir auch gleichzeitig schon die Leerlaufspannung, die sich nämlich aus dem Produkt von I0 und RI ergibt. Soweit so gut. Kommen wir nun zur Serienschaltung von Stromquellen. Sie erinnern sich vielleicht, dass die Serienschaltung von idealen Stromquellen streng verboten ist, denn die Stromquellen würden sonst gegeneinander arbeiten. Aber in unserem Fall haben wir ja jetzt hier Innenwiderstände, die also das Ganze ermöglichen. Wie eben schon erwähnt, haben wir jetzt hier wieder eine Verschaltung mit mehreren Quellen, mit mehreren Widerständen. Das heißt, wir können das Ganze beschreiben durch eine Ersatzspannungsquelle oder in diesem Fall praktischer eine Ersatzstromquelle. Mit einer idealen Stromquelle parallel zu einem Gesamtinnenwiderstand. Und wir schauen uns zunächst einmal jetzt an, in diesem Fall die Leerlaufspannung von unserer ganzen Anordnung. Und da können wir jetzt sagen, dass eben durch den Widerstand R1 exakt der Strom I1 fließt, durch den Widerstand R2 fließt exakt der Strom I2. Und das heißt,
Wir können also die Leerlaufspannungen einfach dadurch erhalten, indem wir die beiden Leerlaufspannungen der jeweiligen Quellen miteinander addieren. Schauen wir uns jetzt wieder den Innenwiderstand an. Dazu deaktivieren wir die Stromquellen und Stromquellen werden dadurch deaktiviert, dass sie an der Stelle eine offene Leitung haben. Der Strom soll ja gleich 0 sein und das ist genau der Fall dann, wenn eben die Leitung offen ist. Und da sieht man schnell, der Innenwiderstand bleibt übrig als die Summe von dem Widerstand R1 und dem Innenwiderstand RI2. Und damit haben wir also Leerlaufspannung, Innenwiderstand und wir können auch den Kurzschlussstrom ermitteln aus dem ohmschen Gesetz U-Leerlauf durch RI und ergibt sich dann die entsprechende Gleichung, die Sie hier oben auch abgebildet sehen. Ja, wir hatten ja bei der Parallelschaltung von Spannungsquellen einen Ausgleichsstrom. Bei der Serienschaltung realer Stromquellen haben wir eine Ausgleichsspannung. Wieso das? Ganz einfach, das tritt dann auf, wenn wir unsere Schaltung kurzschließen. Also, Sie erinnern sich ja vielleicht, dass Stromquellen es besonders gerne mögen, wenn sie kurzgeschlossen sind. Das ist sozusagen ihr Naturzustand. Und wir müssen schauen uns jetzt einmal an, was denn dann intern passiert. Wenn dann dieser Kurzschlussstrom fließt, dann haben wir tatsächlich über dem Widerstand R1, Widerstand U2 jeweils einen Spannungsabfall. Das heißt, in der Summe sind diese beiden natürlich 0, ja, aber wenn wir jetzt eine echte Spannungsquelle hätten mit einem echten Innenwiderstand, dann wäre ein Kurzschluss überhaupt kein Problem, dann wäre nämlich der Innenwiderstand kurzgeschlossen und würde gar keinen Strom beziehen, das heißt, wir hätten auch keine Verluste. Wenn aber der Strom, wenn wir aber zwei Stromquellen in Serie verschalten, I1 und I2, dann bedeutet das, dass selbst im Kurzschlussfall, dann, wenn also normalerweise keine Leistung verbraten wird, intern durchaus Ströme fließen, Spannungen anliegen und an den Innenwiderständen Leistung entsteht. Und jetzt ahnen Sie schon, wann wir denn die Serienschaltung von Stromquellen machen dürfen. Ganz einfach, das dürfen wir dann machen, wenn die Spannung an den Innenwiderständen nicht zu groß wird. Das heißt also, wenn also im Betrieb die Innenwiderstände nicht zu heiß werden. Dazu müssen Sie dann gegebenenfalls ein klein wenig rechnen, aber dann können Sie unter Umständen Stromquellen in Serie schalten, obwohl das ja eigentlich streng verboten ist. Damit möchte ich heute zum Schluss kommen. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.